So, Kollege ist da. Ist der Kollege inzwischen da? Der ist da. Der Kollege ist da. Sehr gut. Ja, also der Twitch-Chat freut sich ein Wolf darüber, dass wir das Passwort gezeigt haben. Herzlichen Glückwunsch. Kann man schon mal klatschen, dass ihr jetzt da drauf joinen könnt. Ändern wir das Passwort und schon ist der Server wieder leer. Richtig. Ne? Haben wir gemacht. So, fangen wir an. MR15. Let's go, my brother. Sehr gut. So, Let's go. Dann geht's los. Und du willst mich heute ein bisschen ablenken? Ich lenk dich nicht ab, auf gar keinen Fall. Ich will erstmal wissen, was der Kollege kann, der da jetzt gegen dich antritt. Na, ich hab so ein bisschen Probleme. Da hab ich ihn. Sehr gut, erst so. Du hast Probleme mit was? Mit der Steuerung? No, nee, Probleme mit meinem Aiming. Ja gut, dabei können wir dir nicht. Nee, das stimmt. Ich hab gestern halt wirklich noch ein bisschen in die Nacht reingespielt in der Operation, also da saß das Aiming besser, aber da habe ich auch ein paar so entsprechend eingespielt gewesen. Da gab es dann mal den ersten Kill für den Gegner. Upsala, das ist gar nicht gut. Okay, jetzt muss ich mal. Da muss ich aufpassen, dass ich auf die Kasse komme. Vorteil für ihn natürlich. Hat so. Er nicht ausgenutzt. Easy 2-1. Ja, das darf er nicht machen. Das hatten wir letztes Mal schon thematisiert, dieses Hinducken, wenn, dann musst du den Frag haben. Ja, okay. Generell, du Prefirest da gerne, oder wie? Ja, auch. Du kannst, also wenn er dich hinduckt, kannst du dich bewegen halt und dann Prefire machen auf die Stelle, weil er kann sich ja nicht wegbewegen in der Zeit. Und deswegen ist halt, also wenn du dich duckst in dem Moment, du kannst dich natürlich im Spray down ducken, also du siehst den Gegner so, ich kann es mal demonstrieren, so, probier's mal. Duck mal, weißt du? Ich bin ja, was das angeht, ein kompletter Counter-Strike-Nutzer. Also meine Counter-Strike-Karriere hat da geendet oder da aufgehört, wo wir früher dann mit 1.5 und ohne Spiel im Laden ein bisschen betrunken für Spaß gespielt haben. Ja. Hol mich doch da nochmal eben ab. Wie ist das mit dem Aiming? Du, wenn du dich hinduckst, ist dein Aiming genauer oder nicht? Genau, es ist ein Tick genauer und du kannst halt, du hast die Möglichkeit, also ich sag mal so, wenn du jetzt in die Wand sprayst, dann müsst du wieder nach oben. Ja, genau. Ja. Wenn ich mich jetzt hinducke, dann ist natürlich in dem Moment, wo ich mich ducke, bohrt mein Recoil natürlich um die Distanz, die ich mich ducke, vertieft. Das heißt, ich spraye, ducke mich, also ich kann mal sprayen, ich spraye, sofort runter. Deswegen muss man dann halt nicht ganz so viel nach unten korrigieren halt. Du okay. musst natürlich auch noch links-rechts korrigieren, das kann dir keiner abnehmen. Aber, wie du gesehen hast, es ist dann ein Stück leichter. Das Problem ist halt, wie gesagt, du musst diesen Frag haben, weil wenn du jetzt 1-1 bist, ich komme halt weg, dann kann wieder rumgehen, siehst du, jetzt hat er sich geduckt, dann ist er sofort weg. Also hat eigentlich keine Chance mehr. Voraussetzt natürlich, mein Aiming stimmt und ich ziehe gerade auf die richtige Stelle. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im falschen Fall bist, ja, und du kriegst dann zwar den ersten Frag, du kommst halt nicht weg, weil der Gegner kommt ja nicht mit einem Gegner um die Ecke, der kommt zu zweit oder zu dritt um die Ecke und ja. will dann natürlich dann den Refrag machen. Ja, weil das Prinzip ist ja bei Counter-Strike, 5 Leute, ja, und in dem Moment, wo halt jeder einen Frag macht und der Refrag kommt und du als Terror halt agierst, ne, dann haben wir den ersten Schritt von deinen Leuten, der zweite macht dann den Refrag, dann hast du 4 gegen 4. Ja. Das Prinzip geht runter, bis du bei 1 gegen 1 bist. In dem Moment, wo du bei 1 gegen 1 bist, ja, hast du aber ein Duell, was du gewinnst zumeist, weil du kannst ja die Bombe legen und dann muss der andere agieren. Das okay. heißt, im Grunde versuchst du halt, Minimum immer auf den Refrag zu gehen und somit halt am Ende dann die Runde im 1 gegen 1 Duell zu entscheiden, indem du halt die Bombe einfach runterpicken lässt, den Gegner smart ausspielst, weil, ne, in dem Moment, wo du die Bombe legst, weißt du ja auch hundertprozentig, wo der Gegner ist. Du weißt vielleicht nicht genau, ob er defused. Das musst du natürlich durch deine Erfahrung und durch dein Geschick halt ausmerzen und dann smart runterspielen. Aber du hast ja zum Beispiel vielleicht noch eine Granate. Du kannst dich. Oh, jetzt will er was probieren. Du kannst Mini-Steps machen, du kannst dich an. Du hast so viele Möglichkeiten, ne? Du versohlst ihm aber gerade ganz gut den Arsch, ne? Muss man mal so sagen. Du hast da. Ja. Also ich sag mal so, an mir liegt's nicht. Ich versuche krampfhaft dich abzulenken und dich mit anderen Sachen zu beschäftigen, aber ja. die zweite Gehirnhälfte reicht offensichtlich, um ja, noch genug Aiming auf die Map zu bringen hier. Na, wo ist er? Guck mal, ich bleib jetzt mal hocken. Mal gucken, ob er weiß, wo ich bin. Eigentlich. Ja, er kam halt auch gehockt um die Ecke, ne? Und da überhaupt um die Ecke kommt dann und nicht sofort ein Kittel, hat halt keine Chance. Also ich kann mal. Wir machen, pass mal auf. Der Kollege ist halt nicht ganz so gut. Ich nehme mal nur das. Du musst jetzt nicht anfangen, dein Gegner zu gehen.
ist das Geile an Counter-Strike. Stell dir mal vor, ich spiele jetzt den Lee gegen Nunia. Der würde doch genau das gleiche machen. Der würde genau das gleiche mitmachen, weil es eben lustig Kai, ist. Kai, aber singend würde der das machen. Immer noch die AWP ohne Zoom. Höchststrafe. Ja, AWP ohne Zoom als Höchststrafe. Welche Idee. Er macht es auch einfach. Er hat Legshot, hast du gesehen? Er hat Hit. Ich hab ihn gehittet. Aber? Wieso nicht tot? Naja, ein Legshot gibt halt nur 80 Damage, ne? Irgendwie sowas. 80 bis 90 knapp in den Dreh. Das war ziemlich kurz. Das war ziemlich kurz, da bin ich für eine zweite Map, oder? Ich würde sagen, wir suchen uns noch einen Kandidaten raus. Ja.